Hallo da draußen an den Internetempfangsgeräten und willkommen zurück zu Stefans Bilderwelt. Ich hoffe, ihr habt den Sommer genutzt und ordentlich Videofilme gedreht, denn es gibt ein neues Final Cut Pro, und zwar 10.3. Und ich habe da ein relativ großes Tutorial draus gemacht, einfach auch für die Anfänger unter euch oder die, wo jetzt einfach möglichst viele Punkte wissen wollen. Daher machen wir nicht lange rum, steigen wir direkt ein. Los geht's! Willkommen bei Final Cut Pro 10.3, der neue Look. Ja, ihr habt euch sicherlich schon ein bisschen mit auseinandergesetzt und da dürfte euch als erstes aufgefallen sein, dass das Ganze etwas dunkler geworden ist und ein paar eurer Werkzeuge ja nicht verschwunden sind, aber zumindest mal woanders hin sind. Jetzt habe ich schon ein paar Kritiker gehört, die gesagt haben, sieht aus wie iMovie. Ganz ehrlich, wenn dem so ist, dann ist es halt so. Es ist mir eigentlich relativ egal, wie das Programm aussieht. Es muss am Ende funktionieren. Also das Interface muss passen. Ich finde nicht, dass es wie iMovie aussieht, aber ich denke eben, dass dieses Interface nicht schlecht ist, zumal ich hier einige Änderungen vornehmen kann, die ich dann auch abspeichern kann. Das zeige ich euch gleich, wie das geht. Wenn ihr Final Cut Pro öffnet, dann sieht es eben so aus. Das ist bei hellem Licht nicht ganz so geschickt. Bei dunklem Licht ist es ganz gut, weil ich kann mich nämlich jetzt auch wirklich auf die Farben konzentrieren und sehe eben einiges besser. Das Eigentliche, worauf es eben ankommt, das kommt mir nicht auf eine schicke Timeline an, sondern letztendlich kommt es mir darauf an, dass ich diese Bilder hier auch ordentlich bearbeiten kann. Ja, wie gesagt, das Ganze öffnet sich in einem Standardmodus. Das ist der, den ihr jetzt gerade seht. Und da haben wir eben hier drüben weiterhin unsere Mediatheken. Da ist ein bisschen was dazugekommen. Das heißt, wir können hier direkt auf Inhalte zugreifen, die sich im Mac verstecken. Also Logic Pro, wenn ihr es verbunden habt oder gekauft habt. GarageBand natürlich mit drin. iTunes Bilder sollte hier eigentlich auch erscheinen. Das kann man wahrscheinlich noch einstellen. Muss ich mal gucken. Und auch die Toneffekte findet ihr jetzt in diesem Bereich. Die waren ja vorher woanders, aber die sind jetzt eben hier drin. Ja, es dauert einen kleinen Moment, bis Final Cut die geladen hat. Hier drüben haben wir dann auf dem letzten Reiter haben wir jetzt auch die Titel und Generatoren versteckt. Also sind nicht mehr hier unten, sondern jetzt hier drüben. Und da findet ihr eben die Möglichkeiten über eure Menüs, also was ihr da mal irgendwo abgespeichert habt oder was standardmäßig mit dabei ist. Ihr könnt es in dieser Übersicht alles aufs Mal angucken. Ja, ist ein bisschen aufwendig, aber geht natürlich auch. Oder könnt eben auch suchen. Auch das sind wir gewohnt schon. Und ich kann eben hier installierte Titel oder Titel, die ich vielleicht in einer Mediathek drin habe, finden. Das ist also auch ganz interessant, wenn ich weiß, ich habe irgendwo hier drin im Sommerurlaub oder in Stage habe ich irgendeinen Titel, den ich gerne wieder verwenden würde, weil der so gut war, kann ich das eben über diesen Bereich auch machen. Gleich verhält sich es in den Generatoren, auch hier eine Übersicht und wenn ich hier aufklappe, eben die einzelnen Möglichkeiten zum Direkt anwählen. Und das gleiche hier natürlich. Okay. So, gehen wir zurück auf die Standardansicht. Ich habe also hier meine Mediatheken, ich habe hier weiterhin meine Clips. Und bei den Clips ist es eben jetzt so, dass ich hier auch noch was vornehmen kann. Ich kann also, klar, wie vorher auch, diese Verworfenen ausblenden. Ich kann mir die Favoriten einblenden, die Unbenutzten zeigen lassen und so weiter und so fort. Im zweiten Bereich kann ich eben umschalten von Liste auf eigentliche Ansicht. Also auf den Clip selber. Das ist reine Geschmackssache, wie ich finde. Ich arbeite eigentlich ganz gerne in dieser Ansicht, wo ich eben dann wirklich die einzelnen Clips sehe. Hier kann ich noch Einstellungen vornehmen. Das heißt, ich kann hier einmal die Wellenform, das würde ich grundsätzlich drin lassen, auswählen. Da habe ich eben das Audio mit drin. Ich habe die Möglichkeit der kontinuierlichen Wiedergabe. Das hatte ich bisher nicht. Ja, das heißt folgendes. Und zwar schalten wir das mal aus. Nehmen wir mal einen kleinen Clip. Wenn ich jetzt hier Start drücke, dann stoppt das Ganze.
Bei einer größeren Clipanzahl, wenn ich weiß, ich möchte da relativ viel von übernehmen oder ich weiß auch ungefähr welche Punkte und arbeite nachher nur mit I und O, also In und Out, können wir mal machen. Also ich lasse hier laufen, drücke I für den In-Punkt und O für den Out-Punkt, würde E drücken und dann würde es mir diesen Teil des Clips ans Ende setzen. Habe ich jetzt mehrere solche Clips, dann ist es eben ganz interessant, dass ich sage, ich schalte kontinuierliche Wiedergabe ein. Gehen wir hier nochmal Richtung Ende und ich lasse das laufen. Und dann springt eben dieser Cursor automatisch auf den nächsten Clip und ich könnte wieder machen I, out und kann eben so meinen Clip bearbeiten, beziehungsweise einen Clip nach dem anderen. Wer das schon mal ausprobiert hat und gedacht hat, funktioniert ja gar nicht, das Ganze springt ja immer wieder an den Anfang zurück. Auch dafür gibt es einen Grund, geht dazu mal unter Darstellungen in Wiedergabe und da gibt es den Punkt Endlosschleife. Habe ich diesen aktiviert, funktioniert die kontinuierliche Wiedergabe nicht. Das heißt, er springt immer wieder am Anfang dieses einzelnen Clips zurück. Auch das hat Vorteile, klar, wenn ich eben einen Clip mal so ein bisschen angucken will, immer wieder, wo ist eigentlich die richtige Stelle, dann kann ich das hier gut machen. Und wenn ich eben das kontinuierlich sehen möchte, dann mache ich Command und L. Damit ist die Endlosschleife aufgehoben. Oder gehe eben hier oben in Darstellungen. Und dann sollte das funktionieren. Okay. Unter diesem Reiter kann ich das eben so stehen lassen. Ich kann dann natürlich auch noch kopieren. Meine Suchinhalte nach Kameratyp, nach Rollen, Kamerawinkel, Zähne, Band, was auch immer. Das ist immer davon abhängig, was ich hier drüben eingebe. Hier haben wir zum Beispiel Kameraname Canon, das hat er erkannt. Könnte ja aber auch eine GoPro sein, die dritte GoPro oder die fünfte, sechste, siebte, achte, die benenne ich eben irgendwie und schreibe das hier rein und kann eben dann das Ganze hier sortieren lassen. Dann auch erstellt an, möglich aufsteigend, absteigend, wie er das braucht. Die Cliplänge kann ich hier auswählen. Will ich 2 Minuten des Clips sehen, will ich das in 2 Sekunden Abständen sehen, also relativ lange Clips, aber dafür halt ganz viele saubere Bilder abgebildet. Kostet mehr Renderzeit, meine ich, für das Interface. Ich würde es also in einem Bereich lassen zwischen 10 und 30. Sollte eigentlich für die meisten reichen. Ich kann auch hier die Clipgröße verändern, um eben da mehr zu sehen. Auch das kostet Rechenleistung, muss man immer sich bedenken. Vielleicht das mal als grundsätzlicher Tipp, umso mehr ihr hier offen habt beim Bearbeiten, umso schwieriger wird es den Rechner, das Ganze auszuarbeiten. Okay, ich kann auch hier natürlich suchen. Was haben wir hier versteckt? Filter haben wir noch mit drin, das kennt ihr auch. Da gehen wir in einem anderen Tutorial vielleicht nochmal drauf ein, so wie wir auf alles andere auch nochmal ein bisschen genauer eingehen. Ich will euch nur eben hier kurz zeigen, wo ihr was findet. Hier oben haben wir jetzt den Import-Button, dieser Pfeil nach unten, der war früher hier unten, der ist jetzt hier oben. Auch die Keywords oder Kurzbefehle sind hier, die kann ich also vergeben, auch das schauen wir uns irgendwann mal an. Und das ist hier diese Hintergrundaktion-Button, der war früher hier in der Mitte und da seht ihr eben, was an Aktionen läuft. Im oberen Bereich hat sich kaum was verändert. Es sind ein paar Menüpunkte hinzugekommen, wie zum Beispiel Effekte entfernen. Das bewirkt quasi die Entfernung der Effekte entweder auf den ausgewählten Clip oder auf die gesamte Masse. Also da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Wenn ich, oder noch anders ausgedrückt, das heißt, ich entferne jeden Effekt. Also auch eine Farbkorrektur oder sonstiges, auch Audioeffekte. Und hier habe ich nochmal die Kontrolle und kann sagen, halt, will ich rein, raus, wie auch immer und sehe eben auch, was ich gemacht habe. Okay, ansonsten gibt es hier nicht viel Dinge, die neu sind zur alten Version. Das sollte alles gleich sein. Ihr habt einzig hier drüben nochmal, das muss ich allerdings auch erst finden, und zwar ja, einmal hier im Fenster, natürlich, das schauen wir uns gleich nochmal an. Die Arbeitsbereiche sind neu, das schauen wir gleich an. Und im Clip-Bereich suche ich etwas, was ich euch zeigen möchte, wenn ich es finde. Hier haben wir es, genau.
Und zwar unter Ändern, Lautstärke anpassen. Da war früher nur Erhöhen und Verringern und Zurücksetzen auf 0. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, dass ich einen Audioclip anwähle und ich einfach auf Fades anwenden klicke und er macht mir automatisch die Fades rein. Das zeige ich euch nochmal in einem anderen Tutorial, das ist sehr interessant, wenn ich eben mit Audiorollen arbeite, das ist dieser Bereich, das ist eben neu, oder Videorollen, da kann ich eben mit diesen Audio anpassen oder Lautstärke anpassen, wirklich sehr interessante Sachen machen. Und das machen wir eben hier dann auch nochmal. Okay, so viel dazu. Im mittleren Bereich können wir uns mal darauf konzentrieren. Das heißt, hier oben kann ich jetzt einstellen, was ich sehen möchte. Jetzt haue ich mal die zwei raus. Machen wir das ein bisschen größer. Und jetzt seht ihr, dass das hier rüber gewandert. Ich habe jetzt also hier dieses Transformieren, Beschneiden, Verzehren Tool. In dem Bereich habe ich die Magic-Taste, den Harry Potter. Also Farbausgleich, Farbe anpassen, Farbtafel einblenden, automatisch Audio oder Audio anpassen, genau. Und ich habe hier das Retime-Menü, wo ich auch mit verschiedenen Möglichkeiten arbeiten kann. Aber das kennt ihr. Ihr findet es hier drüben jetzt alles da, was ihr braucht. In dem Bereich habe ich jetzt die Timing-Geschichten. Da gibt es eben nur noch diesen Bereich hier, wo ich eben nichts mehr in der Zeit vorstelle, sondern einfach nur eine Anzeige habe, wo wir gerade stehen und eben die letzte Timeline eingeblendet kriege oder die letzten. In dem Bereich haben wir jetzt die Zeitschleife, kann ich eben Zeiten eingeben und ich habe hier die Audio Waveform. Wenn ich hier draus drücke, dann kann ich die mir auch wieder an der Seite einblenden lassen, wenn mir das lieber ist. Und hier hat man eben so einen kleinen Schnellzugriff. Die Taste ist klar hier hinten, Vollbildschirm. Jetzt blenden wir nochmal die anderen ein. So, in unserem Informationscenter hier, also in diesem Einstellungscenter, habe ich jetzt auch verschiedene Möglichkeiten. Wir können uns jetzt mal nochmal einen Clip hier aussuchen. Na, was nehmen wir? Lass mal hier keinen belästigen. Ja, nehmen wir mal diesen hier. Und jetzt habe ich eben einmal die Möglichkeit, mir anzeigen zu lassen, einen großen Viewer. Und jetzt sage ich mir vielleicht, ich möchte hier Step für Step durchgehen. Das heißt, ich könnte jetzt auch auf Liste umschalten, kann hier einen Clip nach dem anderen abarbeiten und kann dann eben in dem Bereich Änderungen vornehmen. Oftmals war dieser Bereich aber zu klein. Das heißt, ich kann jetzt hingehen, kann hier auf diese Leiste doppelklicken und dann öffnet sich das eben einiges größer. Und jetzt habe ich wirklich viel Platz in dem Bereich. Wir können uns das auch mal anschauen, wenn ich jetzt hier auf so einen Clip gehe, dann funktioniert das eben auch. Wir gehen auf Video und jetzt habe ich eben diese ganze Größe, weil doch manche Effekte wie dieser hier, diese MLAT-Geschichte, die braucht schon ganz schön Platz und dann sehe ich den Rest hier nicht mehr, kann also die Deckkraft nicht mehr verändern oder ähnliches. Und damit habe ich wirklich Platz und kann hier toll arbeiten. Das Ganze natürlich auch bei Audio, da ist nicht ganz so viel drin, aber auch hier würde das funktionieren. Doppelklick, nochmal drauf und ist wieder im normalen Zustand. Ziehen wir das nochmal zurück in den Standard. Hier mal ausblenden. So, und jetzt kommen eben diese Besonderheiten ins Spiel, die ich hier oben habe. Diese Arbeitsbereiche, da gibt es verschiedene. Es gibt vorgefertigte, das heißt Standard, organisieren. Organisieren habe ich eben die Möglichkeit, dass die Timeline komplett weg ist. Ich kann mich also voll auf das Bearbeiten dieser Clips konzentrieren und mit dieser größeren Einstellungsmöglichkeit schon mit drin. Brauche ich die Timeline, drücke ich einfach hier auf den mittleren Knopf und sie ist wieder da. Also, das ist eine Grundeinstellung, die standardmäßig drin ist. Dann haben wir Farben und Effekte. Da geht er mir eben in diesen Farbmodus, dass ich eben die Farben bearbeiten kann. Er öffnet mir automatisch die Effekte und gibt mir eine größere Timeline, die ich natürlich dann auch wieder anpassen kann. Ziehe ich runter und kann eben das Ganze bearbeiten. Ich habe mir solche Standards einfach mal verändert und habe sie dann neu
benannt. Also hier statt Farben und Effekte habe ich Effekte mit Farben und habe mir einfach gesagt, ich will hier eine andere Darstellung. Das kann ich also hier drüber machen. Ich brauche nicht dieses ganz detaillierte, habe aber lieber einen größeren Viewer und eine kleinere Timeline. Ich kann dann natürlich auch hingehen und was habe ich denn hier noch? Projekt aufbauen nenne ich das, wo ich eben den Inspektor nicht brauche, aber ich will eben auch nicht sehen, was ist hier für ein Clip und will das direkt in die Timeline runterschießen. Und das könnt ihr ja bekanntlich mit diesen Knöpfen hier. Das heißt, wir haben Q, um das Ganze zu verbinden, W, um etwas dazwischen zu fügen, E, um etwas an die Handlung anzuhängen und neu ist primäre Handlung oder die ausgewählte Handlung mit ausgewählten Clip zu überschreiben. Das ist eine neue Funktion. Das Ganze habt ihr hier auch nochmal für Audio oder Video getrennt. Dann habt ihr hier eure Pfeile natürlich auch mit drin und die verschiedenen Werkzeuge. Also ihr seht, da hat sich nicht viel verändert. Skimming Tools, das gleiche. Wir haben also das Skimming, wo ich also hier drüber skimmen kann. Wir haben das Audio Skimming, dann höre ich eben den Ton mit dazu. Wir haben Stummschaltung für nur eine Linie. Wir haben das Einrasten, praktischerweise mit N zu steuern. Und hier verändern wir die Clipgröße, beziehungsweise das, was will ich sehen, was will ich nicht sehen. Ja, wie soll das Ganze hier aussehen? Höhe, Clipnamen kann er mir anzeigen. Ja, oder die Cliprollen, also alles möglich. Okay, wir gehen nochmal zurück auf den Arbeitsbereich, einfach meinen eigenen. Ich kann übrigens hier auch im Finder die Dinge löschen oder Arbeitsbereich Projektaufbau aktualisieren zum Beispiel, wenn ich hier was verändert habe. Jetzt in diesem Bereich, ich habe das vielleicht größer gezogen oder kleiner, kann ich sagen, aktualisiere mir das, weil das gefällt mir jetzt besser und dann macht er das. Und ich kann eben dann hier auch die Arbeitsbereiche löschen und sichern. Okay, Arbeitsbereiche anzeigen, ist klar, da kann ich auch nochmal einzeln das alles ausblenden oder alles einblenden. Effekte mit Farben, gehen wir nochmal drauf. Wie gesagt, die Effekte finde ich jetzt hier drüben über diese Taste. Installierte Effekte, dasselbe Spiel, alle und hier dann wieder die Unterkategorien. Mal auf alle gehen und da zeigt er mir eben alles. Und dann haben wir hier die Übergänge, sind hier mit drin, eben auch wieder alles zeigen oder nur die ausgewählten. Also ihr seht, das ist eine ganze Menge, ich könnte noch stundenlang weiterquatschen. Wir machen noch eine letzte Geschichte oder zwei. Ein wichtiger Punkt für die meisten von euch dürfte das Export sein. Das ist hier oben rechts gelandet. Ja, also auch bekannt an und für sich, aber jetzt einfach oben rechts. Und dann haben wir hier drüben was, da beschäftigen wir uns mal noch ausgehend mit dem Index, weil der wird jetzt wirklich interessant. Ich ziehe das mal größer. Und zwar haben wir hier schon noch das drin, was wir vorher auch hatten. Also wir haben ja die verschiedenen Clips, die ich idealerweise ja auch umbenannt hätte. Ich kann hier nach diversen Attributen suchen, also nach einer Person, nach vielleicht habe ich das umbenannt in meinem Schlagwort nach einem bestimmten Darstellernamen. Ich kann dann hier unten auch noch Auswahl treffen mit eben eine Person, Schlüsselwörter, Marker, habe ich ein paar drin oder irgendwelche Farbmarkierungen. Und dann habe ich diese Rollen. Und die Rollen, die schauen wir uns eben mal in einem extra Beispiel irgendwann an. Ich fahre mal hier ein bisschen zurück, wo wir ein bisschen was drinnen haben an vielen Beispielen. Lass mich das mal kleiner machen. Und das Ganze zusammenziehen, dann sieht man das ein bisschen. So, also ihr seht, die Timeline ist ja vollgestopft mit einem Haufen Sachen. Ich habe ganz viele Musik mit drin, ich habe hier solche Effekte auch mit drin. Hier ist, glaube ich, ein Toneffekt mit drin oder ein Text ist mit drin. So, und jetzt kann ich eben hingehen und kann mir diese Rollen anzeigen lassen. Ich habe jetzt hier nur Musik drin, ich könnte jetzt noch was dazufügen, aber wie gesagt, das schauen wir uns nochmal genauer an. Und interessant ist, dass ich eben jetzt diese einzelnen Bereiche tatsächlich
vorgehoben bekomme. Also er zeigt mir jetzt wirklich das ganz extra auf seiner eigenen Timeline an, ohne dass es noch, ist euch vielleicht aufgefallen, das war vorher dazwischen verteilt und jetzt ist es tatsächlich auf seiner eigenen Timeline. Können wir das Ganze noch machen mit Effekten. Dauert einen kleinen Moment, weil wie gesagt, das ist eine relativ große Geschichte hier. Rechnet uns das und jetzt habe ich die Effekte. Hier ist ein Effekt auf seiner eigenen Timeline. Dialoge, also wenn ihr Interviews führt oder ähnliches, selbe Spiel. Ich kann das Ganze auch ein- und ausblenden. Das heißt, dadurch wird mir das Ganze auch wieder sauberer. Ja, da muss er ganz schön rechnen hier heute. Ja, dann kriege ich solche Strichbalken, weil ich bearbeite jetzt nur diesen einen Bereich. Also brauche ich ja den Rest nicht, der ist mir dann nur im Weg und das wird mir dadurch ausgeblendet. Das Ganze könnt ihr dann auch im Videobereich machen, Titelbereich. Auch hier kann ich eben diese einzelnen Titel benennen. Ich kann dann auch einfügen, gut, ich möchte, hören wir hier drauf, ja, da rechnet es sehr stark jetzt gerade. Ja, ich möchte zum Beispiel die unteren Drittel bearbeiten oder möchte die Namenstitel bearbeiten, was auch immer einem da einfällt. Also auch da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Aber da gehen wir nochmal gezielt drauf ein. So, schließen wir das Ganze wieder. Gehen wir zurück zur Ansicht Standard. Und das war's fürs Erste. Final Cut Pro 10.3. Ich finde einige tolle Neuerungen, gute Sachen, kurz mitgearbeitet und man kann es wieder. Also man braucht da nicht lang suchen. Im Motion 5 haben wir auch Änderungen. Diese Änderungen, die zeige ich euch mal ein ganz anderes Mal. Das brauchen wir jetzt definitiv nicht machen. Aber ja, probiert es jetzt mal aus. Fangt mal an mit dem Ganzen und wie gesagt, ich hoffe demnächst wieder mehr Videos zu machen. So, das war's. Wir steigen dann später in die Details ein. Wir schauen uns natürlich auch das neue Motion 5 an, wie bereits gesagt. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, unterstützt den Kanal, teilt den Kanal, schaut euch alle Videos an, empfehlt es euren Freunden. Daumen hoch, umso mehr Videos kann ich auch machen in Zukunft. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.